Ja, liebe Kickers-Freunde, bei mir stehen zwei Neuzugänge. Neuzugänge ist eigentlich das falsche Wort, denn die haben für uns letzte Saison schon A-Jugend gespielt in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ich würde sagen, ihr stellt euch jetzt mal gegenseitig vor. Mein Name ist Plato Gashi, ich bin 2000er Jahrgang, meine Position ist im Tor und ja, was gibt es da noch zu sagen? Seit wie vielen Jahren spielst du jetzt bei den Kickers? Ich bin das erste U19 Jahr gekommen als jüngerer Jahrgang, das ist jetzt mein drittes Jahr hier bei den Blauen. Okay. Ja, ich bin gelebt in Kem und ich bin 18 Jahre alt und meine Position ist Mittelstürmer. Ihr habt ja auch schon, bei dir weiß ich glaube ich letztes Jahr in der Winterpause, warst du in der Vorbereitung mit dabei. Ist es anders in der Jugend, A-Jugend zu spielen? Ja, weil alle in deinem Alter sind, auch 18, 19 und wenn du mit erster Mannschaft trainierst, manche über 30, ist das anders? Ja, ist geil, weil ich hab letztes Jahr auch viel gelernt von den anderen großen Spielern und dieses Jahr freue mich über für die Mannschaft und ist gut, wenn junge Spieler spielen mit den großen Männern und dann lernen, man kann auch viel lernen und weiter gut spielen und ja, so. Okay. Super. Bei dir, du warst ja in der Rückrunde letztes Jahr auch schon oft im Kader. Genau. Hast ja auch den verpassten Aufstieg in Alzenau von der Bank aus gesehen. Jetzt ist mit Thomas Brommer natürlich ein richtig erfahrener, guter Oberliga-Keeper dann gekommen. Freut man sich da eher und sagt, oh, ich habe einen richtig guten Kollegen, von dem ich was lernen kann? Oder hat man da Respekt davor? Weil letztendlich möchtest du ja auch spielen. Ja klar, also ist von beidem was dabei. Natürlich will ich spielen, aber ich muss auch sehen, ich bin ein junger Spieler und der Thomas ist 26 und von ihm kann man auch viel lernen, weil ich meine, der hat es jetzt schon einige Zeit jetzt macht er das hier in der Oberliga und er macht es auch nicht schlecht und ja, da kann man schon viel lernen als jüngerer Spieler und das ist eigentlich auch mein Ziel, weil ich bin gerade noch in meiner Entwicklungsphase und da muss ich mich halt einfach mal hinten anstellen und wenn halt die Zeit kommt, dann kommt sie. Das entscheidet dann halt der Trainer. Okay, alles klar. Dann wünsche ich uns dir viele Tore als Mittelstürmer, dir wenig Gegentore als Torwart und wir sagen bei uns immer rauf die Blaue. Rauf die Blaue. Auf die Blaue. Super, vielen Dank.